Gut, jetzt zum Folgevideo. Wir gucken uns also nochmal die Aufgabe an. Die könnte zum Beispiel heißen: Gegeben sei das Folgende, ein Handrasenmäher mäht nur 0,25 Meter breite Streifen. Das zu mähende Rasenstück ist quadratisch und hat eine Fläche von 36 Quadratmetern. Quadratisch praktisch, sehr schön. Der Rasen soll ohne Überlappung, also nicht hier, wie ich das hier unten gemacht habe, ohne Überlappung mäanderförmig gemäht werden, bis zur Mitte. Mäander sind solche Dinger, wie man es zum Beispiel auch bei griechischen Symbolen kennt. Das sind Mäander. Hat nichts mit Mähen zu tun oder mit Mähmaschine oder mit Schaf, sondern das sind Mäander. Soll mäanderförmig gemäht werden, bis zur Mitte. Wie viele viereckige Kreise, also es gibt ja keine viereckigen Kreise, wie viele solche komischen unterschiedlichen Farben könnte ich praktisch malen, gibt es inklusive dem, an welchem alles abgemäht ist. Also bis zum Schluss ist gleich 0. Wenn ich sage so, das war das letzte Stück. Und in welcher Runde, in Anführungsstrichen, ist also der letzte Schnitt an der Reihe. Das heißt also, wann bin ich an der Stelle angelangt, dass ich sage so, jetzt noch einen Schnitt und dann ist vorbei. Das ist also, welche Runde? Das müssen wir dann betrachten. Wie groß ist die zu laufende Mähstrecke insgesamt? Also wie viel Meter renne ich hier bei diesen 36 Quadratmetern herum? Punkte gibt es hier einen auf die richtigen Lösungen mit Antwortsatz. Das ist jetzt mal egal, aber wichtig ist der Antwortsatz trotzdem. Also, das müssen wir abarbeiten und auf jeden Fall jedes Mal an den Antwortsatz denken. Warum? Beim Antwortsatz muss man einfach nochmal auf die Frage gucken und meistens, das habe ich jedenfalls immer wieder erlebt, meistens sagen die Leute dann: Ach verdammt, was habe ich denn jetzt ausgerechnet? Das war ja gar nicht gefragt. Deswegen, der Antwortsatz zwingt uns nochmal, über die echte Frage nachzudenken und drüber nachzudenken, haben wir den Quatsch gemacht oder nicht. Gut, jetzt haben wir hier unsere Bildungsvorschriften und so weiter und wie gehen wir jetzt ran? Also, eine Skizze haben wir jetzt mal so schlecht und recht hingemalt. Besser kann man es nicht. Man würde bei solchen Sachen sich wahrscheinlich dumm malen, aber ich möchte die Skizze nochmal anders machen, weil das kommt der Sache ein bisschen näher. Bei 36 Quadratmetern und quadratisch sollte man wissen, das sind 6 Meter und das sind auch 6 Meter und das sind auch 6 Meter. Jetzt könnte man ja mit der Hand sagen, okay, erstes Mal rum. Erstes Mal rum, das Grüne wäre das. Das wären dann 0,25 Meter, also ein Viertelmeter weniger. Und wie lang wären dann die Strecken? Das soll man uns erstmal überlegen. Ich mache mal kurz Pause. Gut, also wir haben Folgendes überlegt. Wenn ich die erste Strecke einmal rumgelaufen bin, das wäre, wie viel Mähstrecke hätte ich? Hätte ich 6 plus 6 plus 6 plus 6, also 24 Meter. Erste Runde, 24 Meter gelaufen. 24 Meter Lauf schreibe ich mal einfach frech hin. So. Und jetzt, wie groß ist das Stück danach? Also wenn ich einmal hier rum bin und außen das fertig ist und ich jetzt beim nächsten, also beim Orangen ansetze, wie groß ist das Stück danach? Nochmal kurz Pause. Ich habe das mal gleich mit dran geschrieben. Das sind ja dann bloß noch 0,25 Meter weniger auf jeder Seite. Also fehlen 0,5 Meter, also 5,5 mal 4. Das heißt also, das wäre dann ein 22 Meter Lauf. Ne? 22 Meter Lauf. So, und die dritte Runde, wie sieht es da aus? In der dritten Runde, ja. Es fehlen wieder 0,5 Meter. 5, 5, 5, also bloß noch 20 Meter Lauf. Merkt ihr, was da für eine Strecke entsteht? Nur wenn ich hier 5 Meter, 5 Meter, 5 Meter habe, 5 Meter, 5 Meter. Und dann 4 mal 5 ist 20. Also habe ich von hier bis hier. Und jetzt gucken wir uns nochmal an. Wie war die Distanz von einer Zahl zur nächsten? Dieses D ist hier demzufolge. Hier ist D. 2 Meter, ne? 2 Meter. Hier wieder 2 Meter. Und die dritte Runde wird 2 Meter sein. Und das können wir jetzt so lange aufschreiben, bis wir fertig sind. Aber da wir ja uns mit solchen Bildungsvorschriften mittlerweile auskennen, haben wir den Startwert. Den haben wir. Es muss nochmal zu den Folgen überhaupt. Die Folgen müssen nicht mal aufsteigend sein. Die können auch durchaus mal absteigend sein. Zum Beispiel bei der geometrischen Folge hatten wir gesehen, dass die drastisch immer kleiner wird. Und das geht auch bei arithmetrischen Folgen. Also könnte man wie folgt sagen: Wir nehmen uns unsere explizite Bildungsvorschrift und die können wir dann umstellen. Wir gucken uns die mal an. Die heißt ja
AN ist A1, Startwert haben wir, die 24 Meter, plus, und D ist jetzt aber minus 2 Meter, und dann N minus 1. Und dann gucken wir mal, was wir daraus machen können. Ich mache mal kurz Pause wegen der Schreiberei und der Videolänge. Gut, also, dann haben wir die allgemeine Formel. Ein bisschen konkreter heißt schon, AN ist dann 24 Meter plus, und jetzt kommt das D, hier nochmal. Ich hatte es bei dem D, die 2 Meter immer bloß als Betrag hingeschrieben, das sind eigentlich minus 2 Meter. Plus minus 2 Meter, hier, das ist das D hier, minus 2 Meter. Und dann kann ich natürlich, wenn ich die Klammer auflöse, gleich schreiben, minus 2 Meter, mal N minus 1, das bis dahin allgemein. Jetzt gucken wir uns nochmal die Aufgabe an. Wie viele viereckige Kreise gibt es inklusive dem, also an welchem alles abgemäht ist, also wenn nichts mehr da ist, wenn abgemäht ist, abgemäht. Jetzt müssen wir mal überlegen, was heißt abgemäht? Das ist also der letzte Schnitt. Der ist auch noch eine Runde, obwohl es bloß noch ein Schnitt ist. Vielleicht einmal vorwärts schieben, bis das Stückchen weg ist. Wie gesagt, hier haben wir es ein Rechteck, aber wir wollten es ja mit dem Quadrat machen. So, das heißt, wir wissen auch AN. Wie groß ist AN? Das wissen wir jetzt. Ich mache mal Pause. Jo, dann machen wir das mal. Genau. Wenn ich das schon so konkret wie möglich hingeschrieben habe, ich habe also eingesetzt, 0 Meter ist gleich 24 Meter, ne? Alles einzeln hier entsprechend, denn wir sagten ja, zum Schluss bleibt nichts mehr übrig. 0 Meter ist das. Ist gleich 24 Meter, haben wir übernommen aus unserer schon fast speziellen Formel. Und jetzt habe ich die Klammer aufgelöst, minus 2 Meter mal in Klammern n minus 1. So, wir wollen n haben, wir wollen ja wissen, wie viele Runden, wie viel Mal muss ich den Rasenmäher praktisch anschieben, auch wenn ich zum Schluss bloß noch einmal mache. Dann sage ich gut, okay. Wir multiplizieren mal aus und gleichzeitig holen wir die 24 Meter mal auf die linke Seite, damit unser N alleine stehen wird. Also, ausmultiplizieren, immer hinschreiben, was man tut, und minus 24 Meter. Auf beiden Seiten ergibt sich hier minus 24 Meter, 0 Meter minus 24 Meter. Hier fällt es weg und hier steht minus 2 Meter mal N. Und minus 2 Meter mal minus 1 ist plus 2 Meter. Achtung, nicht sagen, hurra, das kann ich wegstreichen, das geht nicht. Sondern ich habe es mit dem Produkt zu tun. Hier, ich mache mal das mal dick. So, jetzt diese blöden 2 Meter auch noch rüber, minus 2 Meter. Habe ich hier minus 26 Meter. Und hier habe ich immer noch minus 2m mal n. Die minus 2 Meter müssen noch rüber. Ich habe es mit dem Produkt zu tun, also durch minus 2 Meter. Minus durch Minus ist Plus. Vorzeichen kann ich weglassen. Ach, ich mach's mal ausführlich. Also, dann steht hier, das ist jetzt eigentlich ausführlich, ist ein bisschen Schmuck am Nachthemd. Minus 26 Meter steht noch, ist gleich. Und hier minus 2 Meter. Ich mach's nochmal, damit alle das sehen. Mal N. Jetzt durch minus 2 Meter. Durch minus 2 Meter. Also, wenn man sich da unsicher ist, dann macht man es so und sagt, okay. Hier habe ich es ja gemacht, damit ich das rauskürzen kann. Ne? Minus 2 durch minus 2 Meter durch Meter. Bleibt jeweils eine 1 übrig. N steht alleine, das ist schön. Und hier kürzen sich die Meter weg. Durch Meter bleibt eine 1 übrig. Und hier bleibt eine 13, wenn ich durch 2 teile. Und 2 durch 2 ist 1. Ne? Das war mal 7. Klasse nochmal wiederholt. Und Minus durch Minus ist Plus. Gleich und gleich gesellt sich gern. Oh, jetzt wollte ich hier runterschieben. Na gut. So, und jetzt das Ergebnis ist also 13. Mehr nicht. Plus 13. Also 13 ist N. N kann nicht minus 13 sein. Das wäre Quatsch. Ich arbeite ja nicht rückwärts, sondern vorwärts. Und das hat sich hier einwandfrei durch ganz stures Hinschreiben ergeben. Also 13 Mal muss ich den Rasenmäher rumschieben. Auch wenn ich zum Schluss nicht mehr rumschiebe, sondern bloß nochmal vorwärts schieben würde. Das wäre das dann. Das wäre der letzte Schnitt. Gucken wir uns die ganze Geschichte nochmal in anderer Seite an. Hier steht ja, in welcher Runde ist also der letzte Schnitt an der Reihe. Wann kann ich sagen, jetzt geht's los? Na, in der 12. Einverstanden? Der letzte Schnitt, wo noch was da ist. Das kann man hieraus ableiten, wenn ich 13 Mal Kratz mache. Wobei der letzte ist bloß noch ein Kratz und dann ist er futsch. Dann kann ich sagen, das wären also in der 12. Runde. Und wie groß ist die zu laufende Mähstrecke insgesamt? Na, das muss ich zusammenrechnen. Aber wie mache ich das? Wie kann ich das jetzt zusammenrechnen? Ich kann sagen, das sind 24 Meter plus 22 Meter plus 20 Meter plus, wie geht's weiter? 18 Meter plus, wie geht's weiter? Ja, und wie kann ich das so leicht wie möglich errechnen, ohne dass ich hier alles aufschreiben muss? Hilfsweise könnte ich sagen, also gesucht Gesamtstrecke.
Das kann ich mit einer sogenannten Reihe erledigen oder mit einer Summenformel erledigen, aber das würde jetzt verwirren. Machen wir es ruhig einzeln, das wären 24 Meter plus 22 Meter. Das kann man übrigens abkürzen, indem man nicht jedes Mal, wenn man nicht jedes Mal die Meter hinschreiben möchte. 24 plus 22 plus 20 plus 18 plus. Ja, und wie kommen wir da ran? Und plus 0 Meter, das können wir uns schenken. Und dann sagen wir aber meinetwegen plus 0 und alles in Klammern Meter ist gleich die Gesamtstrecke. So, und das rechnet mal aus und dann werden wir sehen, wie weit wir gerannt sind. Ja, ich habe mir das schon fast gedacht. Taschenrechner weg. Leute, dazu mal anders. Das hat Gauss mal damals gemacht. Da hat der Lehrer irgendwie die Bande ärgern wollen und hat die eine riesen Reihe aufmalen sollen. Machen wir das mal. Also Gesamtstrecke sage ich mal S. Gesamtstrecke, die nenne ich jetzt S. So, S ist doch, und jetzt mal anschaulich, ist 24 plus, was ist denn der letzte Schnitt? Ich mach's mal so. Der letzte effektive Schnitt, 2 Meter. So, jetzt habe ich hier 22, was war der vorletzte? 4 Meter. Plus 20, was war der vorletzte? Also der vorvorletzte, 6 Meter. Jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Zahlenpaare an. Ich mache mal hier einen grünen Pfeil ran. 24 plus 2. 22 plus 4. 20 plus 6. Und wie geht's weiter? Und wie kommt man jetzt auf ein Ergebnis? Und das Ganze sollte natürlich Meter heißen. Ne? So. Wie kommt man jetzt so schnell wie möglich dahin? Wie viele Paare haben wir? Wie geht's weiter? Na los, komm. Okay. 18 und dafür hier schon 8. 18 plus 8 ist wieder 26. Hier hätte ich bloß noch 16 und hier 10. Und jetzt habe ich hier 14 und hier 12. Geht noch was dazwischen? Geht nicht mehr. Wie viele solche Pärchen habe ich? Wie oft mal habe ich 26? Zählen wir es mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einverstanden? Denn hier habe ich Kontrolle 18, 14, hier habe ich bloß noch 12, 10, also hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 solche Pärchen, das sind also 6 mal 26 Meter. Und das lässt sich schnell ausrechnen, das ist S. 6 mal 6 ist 36, 6 mal 2 ist 12 und die 3 ist 5, 156 Meter. Einverstanden? So kommt man da ein bisschen schneller hin. Kann man ja alles machen, aber jetzt stellt euch bloß die ganze Sache mal vor, wir hätten es mit einer riesigen Strecke zu tun, dann kann man das nicht mehr einzelnen Taschenrechner eintippen, dann wird man dumm. Wie kommt man jetzt also so schnell wie möglich an diese Geschichte ran? Nochmal gucken, wie komme ich hier ran? 26 Meter, wie viel hatten wir, wie viele Glieder? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 26. Wie komme ich auf diese 6, wie kann ich das hinbekommen? Wir hatten gesagt, das ist der letzte Schnitt hier. Letzter Schnitt. Also da habe ich dann noch einen gemacht. Das ist der letzte. Aber der davor, der vorletzte, ist der wirksame. Der hat noch 2 Meter. Der letzte ist bloß noch praktisch rumstehen und Rasenmäher hin und her drehen. Und demzufolge habe ich 12. 12 mal rumrennen. Auch wenn der letzte Kreis ein sehr kleiner ist. 12 mal rumrennen bedeutet aber die Hälfte davon und ich weiß, wie viele Glieder ich habe. Also der letzte Schnitt 2 und der erste 24, weiß ich, womit ich multiplizieren muss. Und das Ganze, weil ich ja so viele Paarungen habe, 26 Meter und dann mal 12 durch 2. Und dann weiß ich, wie die einzelnen Glieder zusammenzurechnen sind. Das war's. Lassen wir es jetzt heute erstmal dabei. Wir werden später mit Grenzwerten von solchen Folgen und solchen Sachen mit solchen Dingen beschäftigen, aber das sei für heute erstmal genug. Ich mache das Video dicht.